Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu No Man's Sky. Ja, mein Name ist wieder der Black Moon, wie immer. Und auch mit am Start ist der Sammy. Moin. Moin. Ja, wo waren wir stehen? Achso, genau, Inventar. Ich wollte hier ein bisschen was umwürfeln, okay, sozusagen. Impuls. Ich muss, Tamio muss ich finden. Verdammt. Ich habe Tamium gefunden. Das ging auch schnell. Mit X. Rüber damit. Ich kann dir was geben, Tamium. Ich hab was. Gibst du mir. Schön zu mir? Ja, gib mir her. Achso, ich kann ja fliegen, also muss ich schön zu dir kommen. Technologie aufgeladen. Wenn ja, man wenigstens sehen würde, in welcher Galaxie wir sind, in welchem Sonnensystem wir sind, damit wir das schon mal einkalkulieren können. Dann sind sie nur noch ein paar Millionen Kilometer auseinander dann. Okay, pass auf, es steht hier drauf, also Raumflugantrieb Booster, ne? Impulsantrieb. Zum Aktivieren des Impulssprungs A und D gleichzeitig gedrückt halten. Mit Space den Geschwindigkeitsschub während des Fluges aktivieren. Also drei Knöpfe muss ich drücken und noch lenken. Na, das ist ja Hammer. Dann kommt zu aktivieren des Impulssprungs. Ach, das ist ein kurzer, wahrscheinlich ein Dollar Schuss. So ich weiß halt, wir Männer das, manchmal. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt meine Ressourcen, die ich habe, ob die reichen zum Fliegen. Ich will nicht also raus. Also voll, bis auf das Hyperantrieb. Das ist nur 20% voll. Die anderen sind alle voll bei mir. Okay. Das Phasenstrahl habe ich voll. Startschubdüse ist voll. Und Impulsantrieb ist voll bei mir. Impulsantrieb habe ich nur bei 47%, weil Tamium ist bei mir sehr mager hier drauf. Okay. Mhm. Das heißt, wie bewegt man sich denn im Weltall eigentlich? Mit Impulsantrieb glaube ich weniger. Das ist eher so ein Schub. Richtig. Das was wird dann bewegt diese... man? Mit welche? Ist es mit W normalerweise ganz normal fliegen dann wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich kann das auch sein mit hier mit Impulsantrieb, dass du kurz mal Impuls abgibst. Und dann schwebst du in die Weile. Eben, weil der Startschub brauchst du zum Starten, ne? Du, ich hab keine Lust, im Weltall zu versauern, weil ich nicht mehr weiterkomme. Eben, deswegen will ich eher mal ein bisschen noch was sammeln hier. Pass mal auf hier, was habe ich denn noch alles drin? Also der Hyperantrieb würde mir am besten gefallen, aber wie gesagt, da braucht man diesen Kack da. Was war das jetzt? Was sammle Warpzellen. Und das ist einmal dieses... Was war denn das noch? Exoplanet. Exoanzug. Den kann ich überpacken hier. So, was braucht man dafür? Tamium, ja genau. Und das Antimaterie. So, und wo sagt er uns, wo wir Antimaterie herkriegen? Muss ich da in diesen Schweizer Konzern einbrechen da? Mit dieser, wo die da gerade bauen da, ja? Wahrscheinlich. Mit diesem schwarzen Loch, wo sie da bauen wollen. Wo soll ich in Antimaterie jetzt herkriegen? Eisen habe ich da auch drin. Eisen. Oder das ist einfach nur Erde. Einfach Erde. Kohlenstoff, Plutonium. Was kann man hier noch nach drüber einpacken? Kohlenstoff habe ich hier drin. Perle hauen wir mal rüber. So, Raumschiff ist jetzt voll. Heridium bleibt also, hier drüben. Also, wenn du die beiden Dinger repariert hast, kannst du normalerweise losfliegen, ne? Ja, aber ich habe nicht so viel... Du brauchst, wie gesagt, du brauchst ein bisschen was, um Energie mit aufzuladen. Darfst du nicht vergessen. Dann scan doch mal. Was sieht man denn, wenn man draußen scannt? Blitz? Was heißt denn die Zeichen Blitz? Ach scheiße, muss ich wieder kicken hier. Ja. Weißt du, was komisch ist? Was meinen die mit dem Blitz? Ich sehe ein Blitzsymbol, ich sehe was gelb und wieder weg. Okay, dann warte kurz. Wenn du etwas baust, ne, in deinem Exoskelett oder sowas, ne, ja? Solltest du genau darauf achten, wo du es hinbaust. Das kannst du nicht verschieben. Oh, okay. Ich habe nämlich diese Ausdauer, habe ich unten hingebaut. Habe ich auch unten hin. Toll, die anderen drei sind oben. Alter, ich habe wieder eine Flora. Schilde auf Maximum gestellt. Plutonium. Wenn du eine Flora findest, du, ist das cool.
Oh, bist denn du von süßes Eichhörnchen? Hallo. So, hallo. Also wir brauchen noch Plutonium, bräuchten wir noch ein bisschen. Kohlenstoff war das, Zink und dieses Tamium. Okay. Nein. Oh, Zink. Zink ist immer geil. Zink braucht man. Und auf dem nächsten Planet, scheiße, braucht man nicht. Umsonst mitgenommen. Ah, pass mal auf, Sammy. Wenn du C gedrückt machst, ne, dann siehst du beim Atlas, ne, wo du mir nicht öffnen können, ein rotes Symbol. Das ist für Dings hier. Das ist für Energie. Das kriegst du aber auch so her, dass die Energie. Also es entgeht uns nichts, ne? Okay. Ah, da ist was drauf, Blaues. Ja, ja, das ist gut. Was ist das? Oh, wieder Zink. Ist das geil. Zink ist gut, ey. Ich hab Kupfer entdeckt. Ich schwimme hier. Kupfer, Alter. Wie bei Out of Rage. Nee, wie ist wie ist es? Was haben wir hier gespielt immer? Out of Rage? Was ist das denn für ein Spiel? Out of Reach? Nee. Ja doch, doch. Das eine? Out of Reach ist das mit dem Dings hier, wo wir dann auf dem... Oben abfackeln in unser Haus. Richtig. Tanium, brauchst du noch was? Ich hab noch was. Ich hab was gefunden. Ja, das bräuchte ich. Oh, Wärme geht aber schnell runter. Drin. Das ist so eine rote Blume, das Tanium. Das gibt's doch nicht. Moin. Nur. Was? Fett, moin? Fett mich scannen. Ja, hier ist das Auge. Das Auge des Gesetzes. Ach so, ah. Da kommt der nächste. Will ich auch scannen? Zwei hintereinander. Der traut dem anderen nicht. Ja, ja, ich bin's wieder. Hallo. Oh, ich habe was gefunden. Yeah. Ach, er stöhnt schon hier rum hier. Ich bin so gespannt auf die nächsten Updates, was die da so reinknallen, was die noch Lust haben. Was hast du denn immer? Ja, ich habe wieder Tanium gefunden, ne? Falls du ich auch gerade hier noch mit. Zink habe ich gefunden. Zink. Reise, mein Schein, Nummer 4 schon. Aufs Zink. 10.000 U zurückgelegt. Hier ist Zink. Wie sah das Tanium aus? Rot, ne? Rot. Rote Pflanze. Das dürfte auf allen Planeten dasselbe sein. So, jetzt fangen die an zu frieren. Schnell rein, 10% noch. Zack. Und wieder warm. Ach, das ist ja kuschelig, 19 warm. Das ist ja wie, wie zu Hause hier. Wie zu Hause. Ich hab die Flora entdeckt. Ich bleib so in meiner Nähe. Hier gibt's so viel zu gucken. Da brauchst du ja nicht Kilometer weit weglaufen. Also ich hab jetzt übrigens auch 60 FPS, ne? Also, ja, genau. Freunde, ganz wichtig, wenn ihr jetzt anstartet, ich hätte es am Anfang sagen sollen schon, wenn ihr das Spiel starten tut, kann es passieren, dass es am Anfang sehr extrem ruckelt und Einbrüche gibt. Es fängt sich aber im Spiel. Ich habe erst gedacht am Anfang, oh Gott, ich will Computer kaputt oder sowas. Aber jetzt so nach einer halben Stunde Spielen bin ich voll auf 60 FPS und es läuft einwandfrei. Wenn ich sterben sollte, ist es nicht an dem an dem Spiel, sondern an mir selber. Aber weißt du, dass nichts nachwächst, deine Blumen, wie bei anderen billigen Spielen? Es bleibt einfach kaputt, ne? Okay. Also die Blumen, die ich vorher gelotet habe, vorhin, wo ich hier runtergelaufen bin, sind immer noch kaputt. Ah. Die wachsen nicht nach, ne?
Also muss so viel hier mit rausschmeißen und so. Gerade mit wichtigen Sachen. Darf ich dich füttern? Ich fütter ihn. Er lacht mit mir. Ich habe ein Smiley. Der macht das mal. Ich habe ihn gefüttert, den Kleinen. Ja, schließt dir gleich hier mal hier Liebesbegegnungen. Er lacht. Und die führen dich auch manchmal zu tollen Sachen, ne? Das ist gut. Er lacht. Der Smiley bleibt drauf. Das heißt, du hast da jemanden gefunden, wenn der rumläuft. Scherze? Okay, kurz wieder rein zum Aufwärmen. Temperatur stabilisiert sich. Können wir hier noch was mitnehmen, was wir vielleicht brauchen? Eisen können wir ein bisschen. Lebenserhaltungssystem. Alter. Weißt du noch nicht, ob du das brauchst jetzt am Anfang, ne? Ja, ich nehme es mit. Ach, shit. Im Raumschiff haben wir Eisen, ne? Hier haben wir jetzt auch Eisen. Wir gucken mal, ob wir es übertragen können. Ja. Ach, die Checkpads laden sich alleine auf. Oder muss man die auch irgendwie aufladen mit irgendwelchen Mitteln? Checkplätze? Ja, der Checkpad. Der lädt sich auf alleine auf. Lädt er sich immer alleine? Ja, oder braucht man da auch irgendwas dazu? Der lädt sich alleine auf. Was machen wir noch rüber, Freunde? Zink, Plutonium. Müssen wir gleich mal gucken. Okay. Wir wollten, was wollte ich machen? Achso, kurz mal Energie aufladen hier. Mit ja, Plutonium. Technologie aufgeladen. So, die Waffe ist die schon auch voll. Ja, komm, die laden wir auch schon mal auf hier. Plutonium. Technologie aufgeladen. So, das ist aufgeladen. Da kann man nichts machen, okay. Also die Welt bleibt wie sie ist, ne? Wie meinst du? Ja, wie du sie kaputt machst. Auch dieses Hytrium, was man da hinten geholt hat, ist genau kaputt, das Ding. Ja, das ist leider traurig, aber es ist so, ne? Oh, ich guck, bevor ich was Falsches sag. Ja, ja. Es ist genau abgebaut, wie ich es gemacht habe. Also es regeneriert sich nicht hier mit einmal so aus dem Hula-Hoop wieder raus, dieser Stein. Der bleibt wirklich futsch, ne? Okay. Das heißt, richtig böse Fehler machen kann echt fatal werden für dich hier. Ja, die Blumen sind weg. Das gibt's nicht mehr. Also, ja, man könnte meinen, wenn man ein Jahr hier drauf rumlegt, vielleicht wächst es ja nach oder so. Man hat immer gedacht am Anfang, wo ich das Let's Play gesehen habe auf YouTube, dass die Gesundheitspolizei dieses Auge da, dass die das wieder herbeamt, weißt du, wieder ganz macht, dass sie wieder neues hat. Das ist aber nicht so. Die sehen einfach nur, was doch da ist. Nee, nee. Die gucken einfach nur, das fehlt, das fehlt, das fehlt, wird immer weniger. So, jetzt reicht's irgendwann mal hier. Das ist doch der Verletto hier, der hier rumstimmt. Das ist der Semi. Ja, dann soll ich was gut machen. Eben. Hast du denn jetzt die Ruhe oder? Ah, da oben ist das andere Zeug. Also den Jetpack muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufladen. Ja, das geht da nicht hier. So, nochmal Zink gefunden. Ich brauche dieses Tamium. Warum finde ich denn kein Tamium, sag mal, hier auf dem scheiß Planeten? Wo bin ich denn gelandet hier? Da ist eine neue Pflanze. Ich bin total fertig hier. Also ich kann nicht mehr nehmen, wo es auch raus tut, oder? Aber es geht nicht. Okay. Ich war das nicht, Freunde. Tamium braucht man?
Also die Startschubdüse, die braucht man, die braucht gar nichts brauchen, oder? Die lädt sich immer wieder alleine auf, praktisch wie die unser Space-Ding dann, ne? Die Startschubdüse. Die braucht keine Energie. Ja, die braucht nichts mehr. Plutonium braucht die später wieder. Wo steht denn das denn? Ah ja. Ach, da unten. Ach, scheiße, okay. Für was okay. haben wir denn Heridium verwendet? Ja, für das Ding, für die Startdüse. Da hast du dieses Ding bauen müssen. Ach so, nur bauen müssen, also nicht direkt. Okay, weil ich kann auch was mitnehmen, okay. Ich muss irgendwas wegschmeißen, ich frage nur was. Weil ich brauche einen freien Platz. Du kannst ja gar nicht treffen, wenn du keinen freien Platz hast, sehe ich gerade, ne? Gucken. Jetzt haben wir hier 186. Ich gehe mal kurz hier rüber. Heridium schmeißen wir runter. Gucken, wie voll sind wir jetzt? 344. Wir können noch ein bisschen was mitnehmen. Also ich versuche einen so ein Paket noch voll zu kriegen. Ja. Also ich habe genug getan. Also ich setze mich jetzt einfach in den Raum. Ach nee, ich renne noch ein bisschen rum. Ich habe leider kein Tamium mehr. Ich hätte genug, aber willst ja nicht zu mir kommen. Komm doch her hier, komm doch her. Ich suche dich doch schon die ganze Zeit. So. Wie tut man nochmal die Waffe wechseln? Was hast du gesagt? Mit? Mit X war das. Ah ja. Ach, die Waffen muss ich auch noch, Mensch. Die muss ich ja auch noch auffüllen, das stimmt ja. Mit ja, Plutonium. Freunde. Ah, Plutonium brauchen wir draußen, hast du gesagt. Nee, ja, das richtig. Ist nur zum Hochstarten. Was nehme ich denn da? Kohlenstoff, ja, nimm mal Kohlenstoff. Ja, Plutonium und Kohlenstoff. Ist egal, du kannst beides verwenden. Kohlenstoff ist ein bisschen besser. Jetzt frieren wir bald schon wieder, das gibt's ja gar nicht. Ich hab einen freien Platz beim Exodus. Kohlenstoff fehlt mir. Aber ist egal. Das sag ich dir. Ich brauche noch einen zum Craften, sonst habe ich keinen Platz mehr. Okay. Wo ist mein Raumschiff hin? Ich habe halt Angst, dass die Geschichte fortläuft, wenn ich W drücke mal. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Will ich nicht. Wärmeschutz stabilisiert sich. Also man gefriert ziemlich schnell in den Punkten hier, ne? Das ist ja übel, ist das so. Das Problem ist, die haben dich ja irgendwo hingespawnt, wo eigentlich ganz gut die Vegetation ist, ne? Wenn du jetzt losfliegst und auf einem anderen Planeten bist, ist die überlassen, wo du gerade bist, ne? Ah, richtig. Da solltest du vielleicht weise überlegen, wo man da... bevor man da Meilen rennen muss. Ach, scheiße. Was? Ich muss mit Zink, muss ich hier mein Schild aufladen. Oh Mann. Ich bin gleich tot. Technologie aufgeladen. Dein Schild? Hab 98%, ich hab Zink verwendet jetzt eben gerade. Um mein Kühler zum Kühlen, weißt du? Ja, ja. Flieh weg. Ja, was ist mit hier?
bisschen Chrysolin. Chrysanthene. Es gibt hier so wenig bei mir gerade, weißt du, das ist voll übel. Aber es gibt was, also es ist nicht so, dass es gar nichts gibt, ne? Das ist... Oh, schon Überbrückungschip, ey, kann der wohl. Mensch. Ich bin schon wieder rausgeflogen hier, also auf dem Death Rock. Echt jetzt? Mhm. Was ist denn das, Mensch? Ich weiß nicht, ich hab's nicht. Ich für mich ist es ein perfektes Spiel, läuft flüssig, alles. Keine Ahnung. Deswegen mach dir mal den HWM runterladen. Der speichert dir alles, was in der ganzen Zeit gemacht hat, wenn du ihn startest. Ab wann du ihn startest. Ist echt ein geiles Tool. Ah, okay, dann gibt's noch den Tipp. Das CPU-Z gibt es noch ein GPU-Z. Der bewacht komplett die Grafikkarte und den CPU dann. Okay. Also ganz tolle Tools, die drei Stück sind. Absolut genial, finde ich. Über Takt macht man sowieso nur im BIOS. Da braucht man kein Tool dazu, finde ich. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall zu unserem Raumschiff und dann fliegen wir mal ein bisschen weg hier. Weil es bringt nichts, hier weiter rumzulaufen. Ja, aber ich habe jetzt einen Freund gefunden, kann ich den mitnehmen? Also die Frage, ob er mitkommt. Ja, der ist auf der Suche nach mir. Ich sehe immer wieder mal einen Smiley rumrennen da vorne. Das ist der kleine, klar. Fette Freundchen, den. Alles klar, ey, wenn die noch ein paar Abwehr reinziehen, ich weiß zwar nicht, was sie gerade verbessern sollen. Vielleicht, dass ich die Tiere auch gegenseitig mal angreifen und so. Ich weiß nicht genau, ob das passiert. Achso, du hattest hier so ein Schild gemacht, ne? Wie meinst du Schild? Wo du was öffnen kannst, ne? So eine Technologie hast du doch erfunden, oder nicht? Nee, hätte ich machen können. Kann ich jederzeit machen. Pass auf E drücken? Genau, auf E drücken, ich versuch das mal. Nein, Überbrückungschip heißt das. Häufig verwendet am Landefeldanlagen in Alien-Außenposten zu kapern. Möglicherweise illegal. Ach so, ne, gut, dann lassen wir es erstmal weg, weil ich dachte, das ist nicht das. Ja, nee, hab ich auch gedacht, das wäre das draußen. Nee. Okay. Das ist draußen im Universum nachher, kannst du die Dinger benutzen, damit du in geheime Dinger reinkommst. Gänge, weil du läufst ja noch auf Stationen rum und alles. Okay. Und so. Denk dann, Tiefsee gibt's auch noch. Mhm. Sitzt du eigentlich jetzt im Raumschiff drin, ne? Ich sitze auf meinem Stuhl. Ja, ich bin schon drin. Ich durchforste meinen. Ganzes Inventar schon die ganze Zeit. Ah. Die Wappzelle. Ich habe Angst, ins Universum zu fliegen ohne meine Wappzelle, aber naja. Also ich meine, eigentlich hätte ich ein bisschen was da zum Knuspern. So. Raumschiff ist eigentlich so weit. Ja gut, ich finde halt natürlich kein Tamium mehr, ne? Also Impulsantrieb müsste ich jetzt gucken, ob ich wegkomme. Mhm. Wie viel hast du? Impulsantrieb ist auf 47%. Also fast die Hälfte, ja. Ich finde halt nichts mehr runter auf dem Dingstück. Ich gehe jetzt mal kurz raus. Ne, ich habe ja gespeichert vom letzten Punkt, genau. Wenn du reingehst, bist du automatisch gespeichert. Mhm. So, und jetzt machen wir dann. Sollen wir? Hast du alles? Okay. Start. Zum Starten W gedrückt halten. Zum Verlassen E drücken. Okay, ich drücke mal W. Es geht. Alter. Zum Verlassen E, also Verlassen los nicht oben. Weil nein, Alter, ich fliege. Ja. Mit der Maus. Und du fliegst jetzt. Wo gehen wir jetzt?
Du fliegst jetzt hier auf den Planeten erstmal. Hier auf dem Planeten fliegst du erstmal rum. Ja. Ah, Raumschiff ins Weltall fliegen, um zu beschleunigen, W gedrückt halten. Mit Maus hochfliegen, um die Atmosphäre zu verlassen, also einfach oben ziehen. Okay. Ja, das ist der Mondzimmer. Ich flieg mal zu dem Mond. Ja, wie landet man, Sammy? Wie landet man? Weißt du das? Das will ich sehen. Ja, ja, gehen lassen mit dem W. Ah, du kannst auch mit dem C, ne? Kannst du auch jetzt noch scannen, ne? Dann kannst du rüberfliegen zu den nächsten Teilen. Zum Aktivieren des Boots, Space drücken. Sammy. Ja? C kannst du drücken, um dann was zu entdecken, wenn du rüberfliegst über den Planeten. Ich bin draußen! Du bist draußen? Okay, wir fliegen auch mal raus. Wir haben den Planeten nicht benannt, ne? Da ist die Sonne. Ich flieg den Mond an, wenn das der Mond ist. Wir haben den Planeten nicht benannt. Scheiße, ja. Von dir entdeckt. Ach, der hat jetzt den Namen genannt. Alter, das kommt mir. Hallo? Seid ihr ganz wach oder was? Oh, lass die Leapod. Zum Öffnen der galaktischen Karte im Weltraum M drücken. Echt? Ah. Ich habe eine Raumstation hier entdeckt, Alter. Auf meinem Planeten. Okay, jetzt flippe ich aus. Hast du mal die M gedrückt, die Karte? Wie landet man eigentlich? Wie landet man? Ich fliege erstmal. Ich weiß gar nicht, wie man landet. Nein. Raumstation. Oh. Ankunft in 13 Minuten. Ich fliege zu der Raumstation. 14 Minuten. Ich habe hier schon einen auf meinem Planeten. Ja, echt jetzt? Ja, aber ich weiß nicht, wie man landet. Warum? Wie war denn das? Der Kron konnte doch irgendwie rumgucken. Oh, er schießt. Oh, er schießt. Oh. Ja, geil! Tanium! Markus, wenn du Tanium brauchst, ja? Weiß ich auch nicht, was du nicht bekommst. Auf die Asteroiden schießen. Draußen im Weltall? Ja, wenn Steine dir entgegenkommen, große Steine drauf schießen, Tanium kommt raus. Das ist das, um die Warp-Geschwindigkeit zu machen. Okay. Okay, ich bin nochmal kurz gelandet, weil ich habe etwas entdeckt hier auf meinem Planeten, und zwar eine Raumstation, eine große, ja. Ich habe eine Raumstation entdeckt. Also muss ich zurückfliegen? Ja, oh, der ist ja immer noch da. Der Planet ist ja riesig. Der Planet ist so riesig. Ich will schneller zur Raumstation hin. Unbedingt, ey. Und wieder Tanium. Wie kommst du denn landen? Wie kannst du das landen? Mit E habe ich gedrückt. Dann landet der automatisch runter und dann steigst du aus. Ah. Machst du auch so viele Steine vor dir dann? Ich war noch nicht draußen gewesen. Ich traue mich noch nicht. Weil ich, wie gesagt, eben gerade die Station entdeckt habe. Ich bin schon meilenweit weg, weißt du das von meinem Planeten? Also bist du gleich wie bei mir. Hast du das jetzt gesehen, die ist die direkt auf die auf dem Planet drauf oder schwebt die irgendwo? Auf dem Planet, direkt auf dem Planeten ist die. Ja, aber ich fliege ja schon meilenweit Kilometer. Es starten nämlich von dort aus die Flugzeuge, Alter. Leck mich am Himmel. So, wie kann man jetzt wirklich jetzt hin und her gucken? Das würde mich mal interessieren. Das weiß ich nicht. Alter Falter.
Ja, Freunde, wir sind ja nicht sehr weit gekommen. Wir sind nicht sehr weit gekommen. Wärmeschutz stabilisiert. Ich dachte mit Alt, weißt du, Landruhen gucken. Mhm. Auch nicht, nee, es geht nicht. M drücken, galaktische Karte. Hast du schon mal gedrückt, ne? Nee. Alter, ich geh in die Erdatmosphäre zurück. Oh. Ich geh in die. Oh oh. Hä? Ich wurde eben gerade begrüßt von den Außerirdischen hier mit irgendeiner Sprache, die ich gerade nicht kenne. Ich geh in die Erdatmosphäre rein. Alles schüttelt. Es wird ganz heiß ringsherum. Ist das geil? Gleich, ich sterbe, ist das geil? Alter, es brennt richtig. Ich komme in die Atmosphäre rein. Ich schwöre, was ist das für ein Spiel? Alter Falter! Der sieht aus! Ich lach mir nass ab. Captain Rafe ist das hier, du! Du kannst mit den Leuten reden, Alter, wie nice! Ich glaube, es ist leeres Weh. Wie fühle ich das auf während der Fahrt? Das ist eine gute Frage. Ich bin leider noch nicht so weit raus. Captain Rick. Was? Wo soll ich fliege jetzt über den ganzen Planeten drüber, ne? Okay, warte mal. Er hat gerade mit mir geredet hier. Du kannst mit den Leuten auch sprechen hier. Also, die kleine Kreatur ist bei meinem Erscheinen damit beschäftigt, Gewinne zu addieren. Ihre Augen öffnen sich weit in Erwartung unseres ersten Kontakts und sie reibt sich gierig die Finger. Oh. Sie pickt eindringlich auf den Finanzdaten auf ihrem Tablet herum und hüpft dann auf und ab. Ah, okay. Es fällt mir auf, dass sie erstaunlich riecht. Na, da putzt sie mal den Hintern ab. So, jetzt kann ich also beantworten. Ich hole mir die Raumstation oben in der Luft. Ich finde hier keine. Es ist unnötige Zeitverschwendung unten. Achso, in der Luft. Okay, aber du kannst ja auch hier auf dem Ding schon mal was machen, ne? Das ist ein Kunde, wo ich was Sachen verkaufen kann. Jetzt kann ich sagen, den Kopf der Lebensform tätscheln. Ugh. Bedauern, dass du nicht helfen kannst? Units geben. 10 Units kann ich ihm geben. Tja, was machen wir, Freunde? Was machen wir? Zu addieren. Was tun wir denn jetzt? Bedauern, dass du nichts geben kannst. Oder Units geben. Ich meine, ich habe ja 600. Wir sind ja eigentlich freundlich, weil ich den Kopf tätscheln. Das macht man ja normalerweise nicht, oder? Traumschutz in 12 Minuten. Die nehme ich mit. Gute jetzt mache ich einmal Hyperantrieb. Okay. Den Kopf. Okay. Ich bin schon da. Alter Falter. Gut, wir geben mal Units. Mal schauen, was passiert. Ich flieg rein. Markus, ich flieg rein. Die Lebensform ist offensichtlich begeistert. Mit S, okay. Mit S. Und ich flieg jetzt rein, Markus. Ich flieg rein. Okay. Raumfahrer, also Phasenstrahl, Raumfahrer, herstellen. Das kann ich bei dem neue Technologie entdeckt. Okay. Ich bin da, Markus, ich bin auf der Raumstation. Er benötigt Kohlenstoff. Habe ich denn Kohlenstoff dabei? Ich habe ja richtig viel, du. Können wir ihm ruhig was geben mal, ne? Wir geben ihm mal was, mal schauen. Markus, hier ist ein zweites Flugzeug gelandet. Okay. Mitspieler oder nicht? Das weiß ich nicht. Also, ich handle gerade, weißt du, mit einem sehr guten Freund, dem Nachbar hier. Also, ich kann mit ihm reden. Ja, okay, ist ein Monster. Viking-Soldat. Okay, bei mir ist auch so ein komischer hier. Der Händler sieht mich mit Der Händler sieht mich mit vor Neugier geweiteten Augen an. Er klickt ein paar Mal mit den Schnabel, sondern
sondert einmal neutralen Duft ab und wartet auf meine Bitte. Alter, furzt du mich hier an oder was, ey? Pass auf, wie schießt du gleich um hier? Nee, der sieht so süß aus. So, also, um Treibstoff bitten? Freund, um Heilung bitten? Um Schildaufladung bitten? Ah, das ist ja nice, du. Der Händler ist einverstanden zu helfen. Nice. Kohlenstoff benötigt. Haben wir noch da? Stabilisiert sich. So. Mit einem Schnabelklicken und dem Ausstoß eines süßlichen Gases deutet der Händler an, dass er offen für Konservation ist. Um Units bitten, um Heilung bitten, um neues Wort bitten. Der Händler ist einverstanden zu helfen. Du hast okay. Das Gag-Wort für hoch gelernt. Jetzt kann ich hoch sprechen. Juhu! Er wird aber immer weitergehen hier. Also ich meine, irgendwann habe ich ja natürlich keinen Kohlenstoff mehr da. Was kann ich hier noch alles machen? Temperatur stabilisiert sich. Für alles interessiert. Da kommt nochmal ein Flugzeug rein. Wie gehe ich denn zurück, wenn ich gar nichts mit ihm machen will? Ich komme hier nicht mehr raus mit ihm. Mit der rechten Maustaste. Ah ja, okay. Ich soll ein Angebot machen für sein Raumschiff. Ich kaufe doch nicht sein Raumschiff. Irgendwann müssen wir uns treffen, ey. Irgendwann unbedingt, ey. Das ist so Wahnsinn. Okay, Freunde. Ich habe das Gefühl, wir sind die ganze Zeit zusammen. Denke ich auch. Ja gut, über Steam, ne? Okay, Freunde, bevor wir hier weitermachen, machen wir einen kurzen Cut. Ich merke mir schon eine volle Überlänge hier. Wir machen einen kurzen Cut und sind gleich wieder da, Freunde. Bis gleich.